Herzlich willkommen beim MMA-Talk von GNP1. Mein Name ist Elias Stefanescu und heute bin ich ein bisschen umringt von ein paar Mädels, wie man sehen kann, ein paar der besten Kämpferinnen Deutschlands. Wir haben links außen Julia Kunter, sehr gute Grapplerin, Mandy Böhm an ihrer Seite, mit Organisatorin von GMC, auch sehr aktiv. Und zu meiner Rechten die MMA-Kämpferin des Jahres, Katharina Lehner. Das ist die Frauen-Edition sozusagen. Wir blicken mal wieder auf GMC 8. Ist ja nicht mehr lang, am 16. April ist es soweit. Und dort erwartet uns ein spannender Frauenkampf. Alice Adelian kämpft gegen Aytek Emadi. Das ist dann so eine Mischung, sage ich mal, Deutschland gegen Rumänien. Und das könnte ganz spannend werden. Und ja, dazu habe ich jetzt ein paar Fragen. Ich fange ganz von mir aus links außen an, bei Julia. Du kennst ja die Alice zum Beispiel besser, sage ich mal. Du kennst sie ja vom Grappling besonders. Hast schon mal gegen sie gekämpft. Wie schätzt du sie so ein? Was sind so ihre Vor- und Nachteile? Also ich habe ja gerade eben auf der FIBO gegen sie gekämpft. Und ich muss sagen, im Grappling, also sie hat ein solides Grappling-Game, wie man auch von Franco vermuten kann. Technisch würde ich sagen, im Gegensatz zu oder im Vergleich zu Aytek, muss noch ein bisschen mehr passieren, aber wie gesagt, ein sehr solides Ground Game. Also man hört da so leichte Vorteile raus, die Aytek möglicherweise haben könnte. Gebe ich die Frage sofort weiter an dich. Komm noch einen Schritt vor, ich glaube, damit du ganz scharf im Bild bist. Du kennst Aytek, du hast unter anderem auch gegen sie gegrappelt. Vielleicht nochmal der Gegenpart dazu jetzt von dir. Also ich finde Aytek stark am Boden. Ich glaube, in diesem Kampf wird sie dort auch ihre Vorteile haben und hoffentlich nützen. Aytek ist solide, die kommt da vom Anaconda weg, die hat in namhaften Gyms trainiert und ich glaube, so wie ich Aytek einschätze, wenn sie das Spiel auf den Boden verlagern kann, hat sie da auf jeden Fall ihre Vorteile. Sie ist eine starke Grapplerin. Also ihr wird Aytek schon mal bevorteilt, wie man hört. Du kennst sie besonders gut, hast lange mit ihr trainiert. Bevor ich jetzt vielleicht auf den Bodenkampf eingehe, geh mal so auf das Allround-Game ein. Wie schätzt du sie ein? Du hast Alice ja auch schon kämpfen sehen bei der letzten GMC. Sehr gute Strikerin. Kann Aytek da mithalten? Also Aytek Striking ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich verbessert hat, weil ich schon seit bestimmt anderthalb Jahren nicht mehr mit ihr trainiert habe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Alice im Stand ein bisschen besser ist, mehr Vorteile hat. Aber was jetzt Boden angeht, denke ich, ist Aytek stärker. Also spekulieren wir jetzt wahrscheinlich drauf, als deutsche Fans, dass Aytek den Bodenkampf initialisieren kann. Schauen wir mal. Bilanztechnisch 1-3 sind sie beide. Also nicht die beste Bilanz, aber im Frauen-MMA ist das immer schwierig. Man muss ja immer Gewichtsklassen hoch und runter gehen. Glaubt ihr trotzdem, dass das so eine Sache im Kopf ist, dass man überlegt, ich brauche jetzt unbedingt einen Sieg, ich will nicht 1-4 sein. Ist das mehr Druck? Ich glaube nicht. Also ich glaube, da sind zwei Frauen, die einfach nur kämpfen wollen. Die wollen sich da im Cage messen und ich glaube auch, dass das eine gute Paarung ist. Wir haben die Alicia bei GMC 7 schon gesehen gegen Daniela Kortmann, die da ihre Bodengame absolut nicht durchsetzen konnte. Also ich bin ja ein Neutrum, aber das war eine sehr starke Vorstellung von Alice. Ich kenne auch ihre anderen Kämpfe. Ich finde sie im Stand sehr solide. Die hat ein gutes Auge, bewegt sich gut raus. Aber man darf nicht vergessen, Aytek hat auch gegen starke Stand-Up-Leute gekämpft. Und ich glaube, wenn sie sich gut vorbereitet, sie ist auf jeden Fall ein Stück größer als Alice, kann sie da vielleicht auch mithalten. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Nicken aus der Ecke, wie man sieht. Heimvorteil, glaubst du, das spielt eine Rolle oder ist das... Andersherum kann man genauso gut sagen, Alice hat noch nie in Deutschland verloren. Ja, also ich glaube, der Alice ist das relativ egal, wo sie kämpft. Sie zieht einfach ihr Ding durch, ob jetzt Heimvorteil oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie einen Kopf macht oder so. Sie wird fokussiert in ihren Kampf reingehen und ja, ihr Ding machen. Ja, dann sind wir gespannt auf den 16. April bei GMC in Castro-Rauxel. Und da wird es, glaube ich, zur Sache gehen. Lasst uns vielleicht noch allgemein ein bisschen aufs Frauen-MMA eingehen. Da gibt es gerade Instruktionen von hinten. Wir machen erstmal mit Frauen-MMA weiter. In Deutschland ist es immer recht schwierig, Frauenkämpfe zu bekommen. GMC, du als Mitorganisatorin bist ja immer bemüht, Frauenkämpfe mit ins Programm zu nehmen. Wie schwer ist das eigentlich? Das Problem liegt meistens bei den Gewichtsklassen. Also bei den Männern ist es klar strukturiert und man sagt, ja, wir sind im Welterweight oder
wir treffen uns halt in den vorgeschriebenen Gewichtsklassen, was bei Frauen recht schwierig sind. Erstens sind die Frauen recht dünn gesät, vor allem in Deutschland. Hier ist das noch nicht so gehypt wie in den Staaten wahrscheinlich. Und die meisten Kämpferinnen kennen sich untereinander, dann wird meistens ein Catch-Rate vereinbart. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Ich glaube, das ist einfach, es ist noch nicht so einfach in Deutschland mit dem Frauen-MMA, aber wir sind halt bemüht, immer einen Frauenkampf zu haben. Und meiner Meinung nach, wenn wir die vergangenen GMCs betrachten, da waren die Frauen wirklich richtige Kracher. Also die Frauenkämpfe waren immer geile Kämpfe auf einem relativ hohen Niveau. Und meiner Meinung nach, so gehört ein Frauenkampf in jedes Programm rein. Definitiv. Also die Frauen, die zeigen auch, dass sie da technisch nicht irgendwie unterlegen sind. Die trainieren fleißig, genauso professionell wie die Männer. Und Frauen haben es auf jeden Fall drauf und die gehören da auch rein. Perfekt gesagt, kann ich nur so unterstreichen. Ich gebe die Frage jetzt nach rechts und links. Was kann man tun? Ich fange hier an, nur schon mal. Was kann man tun, damit es mehr Frauen-MMA gibt? Müsste man vielleicht so ein bisschen im Grappling den Nachwuchs holen oder MMA allgemein? Oder wie kann man das ändern? Wie kriegt man mehr Frauen ins MMA? Ja, schwierig. Also ich meine, so ja, Kickboxen, Thai-Boxen wird ja schon populärer so bei Frauen, weil eben auch viele Fitnessstudios so Fitnessboxen anbieten. Aber jetzt rein spezifisch MMA, vor allem was Grappling angeht, ist schwierig, weil viele Frauen haben ein Problem damit, dann so engen Körperkontakt mit Männern zu haben. Viele Männer haben auch ein Problem damit. Ich denke, wir, die schon das trainieren, müssen andere Frauen einfach damit begeistern. Also andere eine Frau, die, also von alleine denke ich, kommt die nicht da drauf. Ja, vielleicht braucht man auch so eine Art Role Model in Deutschland, irgendjemand, der erfolgreich ist. Und dann gibt es automatisch Fans, aber ich gebe erstmal dir das Wort. Ja, also da würde ich auch zustimmen. Andererseits, es kommen ja mittlerweile auch immer mehr Frauen dazu. Allerdings ist das ja erstmal im Amateurbereich. Und ich kann auch verstehen, dass man dann sich erstmal ein paar Amateurkämpfe bestreiten möchte und nicht direkt auf so eine renommierte Veranstaltung wie GMC kämpfen möchte. Von daher, vielleicht kommt es mit der Zeit dann noch. Ich glaube, die Sprünge sind auch immer relativ schwierig. Ich meine, wenn wir da Leute haben, die schon solide Leistungen in einer gewissen Sportart erbracht haben, ja, sagen wir mal im Thai-Boxen zum Beispiel, und wirklich gute Kämpfe geliefert haben, sich ein paar Titel ergattert haben und sich auch einen Namen in anderen Disziplinen gemacht haben, ist es, glaube ich, für jemanden, der da neu einsteigt in das Kampfsportding, auch so eine Hemmschwelle zu sagen, so ja, MMA ist ein anderes Spiel als Thai-Boxen oder Grappeln. Also ich glaube nicht, dass man da sagen kann, so, oh, die ist eine gute Standkämpferin, im MMA kann ich sie nicht schlagen. Das ist es nicht, aber ich glaube, da ist auch die Hemmschwelle irgendwie da, sozusagen, oh mein Gott, die ist im Thai-Boxen Champion oder die gewinnt alle Bodenturniere. Da ist, glaube ich, immer so die Hemmschwelle dann bei den Frauen, auch diese Kämpfe dann anzunehmen und zuzusagen. Also nochmal an alle Frauen, so, MMA ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel. Das ist jetzt, glaube ich, die perfekte Überleitung, wenn ich, Julia Szymanek steht an unserer Seite. Ich würde gerne Julia gegen Julia austauschen, wenn das okay ist. Die mehrfache Muay Thai-Weltmeisterin, die jetzt auch schon mit dem Gedanken spielt, bald ins MMA zu wechseln. Julia, schön, dich hier zu haben. Ich habe es gerade schon angesprochen, du spielst ja schon mit dem Gedanken und es ist ja schon ein ernster Gedanke, ins MMA zu wechseln. Ja. Wir hatten gerade das Thema, dass Muay Thai, Kickboxen, Stand-Up allgemein nicht so ganz MMA ist. Das ist ja immer recht schwierig, aus einer Sportart in die nächste zu gehen. Da kannst du uns, glaube ich, perfekt aufklären. Warum ist das so schwer? Also was Bodenkampf, MMA ist für mich auch Bodenkampf. Und was Bodenkampf angeht, ist wie Tennis und Tischtennis. Zwei komplett andere Sachen. Es sind zwar Bälle, aber es hat nichts damit zu tun. Meine Vorteile werden natürlich der Standkampf sein. Da habe ich ein bisschen Erfahrung drin. Ein bisschen, ja. Aber was Bodenkampf angeht, es ist unwahrscheinlich schwer. Hammergeil. Gibt nichts Besseres. Ich bin total verliebt. Ich trainiere das jetzt seit einigen Monaten, musste eine kurze Pause einlegen, bin jetzt wieder voll drin. Aber es ist schwierig, es ist utopisch, idiotisch und absolut verrückt zu sagen für einen MMA, für einen Muay Thai-Kämpfer oder K1-Kämpfer, oh, ich kämpfe jetzt MMA. Das ist
Ja, da wird ja leider oft unterschätzt, das stimmt. Man muss am Boden, muss man fit sein, bevor man, sag ich jetzt, einen MMA-Kampf macht. Und das ist unser Ziel. Wir bereiten uns jetzt extrem tagtäglich. Also ich trainiere jeden Tag Boden, Stand natürlich auch. Und wenn mein Trainer sagt, jetzt bist du fit, dann gehe ich rein. Das hört sich sehr gut an. Wurde ja schon länger spekuliert. Dann freuen wir uns drauf, dass es hoffentlich bald passiert. Hier gibt es ein paar kleine Kids, die noch auf der Fieber rumlaufen. Wie schaut das denn aus mit GMC? Ich frage dich so auch ein bisschen. Du als WMMA-Mitorganisatorin sozusagen, ist das eine Person, die du sehr gerne bei euch auf der Card hättest? Selbstverständlich. Ich meine, Julia Simanek ist ein Name unter den Frauen definitiv. Und wie du gerade schon sagtest, so MMA braucht Zugpferde. Und ich glaube, mit Julia Simanek haben wir da eine gute Vertreterin. Also sie hat den Frauensport immer sehr gut repräsentiert. Natürlich ist es interessant zu sehen, so hey, sie hat im Stand-up echt was drauf. Wie schlägt sie sich da in so einem Cage? Das ist sehr interessant. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die im Thai-Boxen, im Muay Thai sehr erfolgreich waren. Und da gibt es wahrscheinlich interessante Paarungen, die wir gerne sehen würden. Und Julia Simanek gehört definitiv dazu. Kannst du uns denn so ein ganz grobes Zeitfenster geben? Was glaubst du, ein halbes Jahr, ein Jahr, wie lange glaubst du, brauchst du noch? Also, ich habe einen festen Termin für einen MMA-Kampf im Oktober. Der Profi oder Amateur? Da müsst ihr mit meinem Trainer sprechen. Das ist fest, das ist versiegelt. Ich habe jetzt schon mehrere Grappling-Turniere gemacht, BJJ-Turniere. Mein erstes war, ja, lehrreich. Und danach habe ich immer sehr gut abgeschnitten, habe gewonnen. Aber liegt an meinem Trainer. Ich bin bereit. Dann lassen wir uns überraschen, hört sich sehr gut an. Jetzt habe ich noch eine allgemeine Frage. Cyborg kennst du ja auch, Chris Cyborg. Ist jetzt endlich in der UFC, wird ihr Debüt geben, hat ja lang gedauert, wird gegen Leslie Smith kämpfen. Ich fange bei dir an. Gibst du Leslie Smith überhaupt eine Chance? Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin ein absoluter Fan von Cyborg. Ich freue mich auch riesig, dass sie sich jetzt auf Catchweight geeinigt haben. Ich glaube 63 Kilo. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass Chris Cyborg das machen wird, im Stand mit also TKO gewinnen wird. Glaubst du denn, dass sie das Gewicht packt, also nicht jetzt, sondern später theoretisch, damit es diesen Traumkampf gibt, theoretisch gegen Misha Tate, gegen Holly Holm oder eben, worauf jeder wartet, Ronda Rousey? Also es wird auf jeden Fall hart, aber ich denke, wenn sie die 63 packt, könnte sie auch die 61 schaffen. Also ich wünsche es mir, damit, wie gesagt, also diese Kämpfe endlich mal zustande kommen. Ein Wort in Gottes Ohr, ja. Ja, und also ich würde mir am meisten wünschen gegen Ronda. Ich hoffe, Ronda gewinnt auch wieder gegen Misha Tate und dann wäre das so meine Traumpaarung. Aber ja, mal gucken. Also ich drücke auf jeden Fall Cyborg die Daumen, dass sie mal ins Bantamweight kommt. Den Kampf schauen wir uns auch mit Spannung an. Danke dir schon mal. Ich gebe die Frage einfach nochmal an euch weiter. Wir haben, also ich glaube, ihr habt es gerade nicht so ganz gehört. Cyborg, absolute Favoritin, werdet ihr wahrscheinlich auch so sehen. Meine nächste Frage war, glaubt ihr, dass, also wenn sie das Gewicht jetzt packt, was ja wahrscheinlich passieren wird, sie vielleicht noch diese 2 Kilo runtergehen kann, um diesen Traumkampf gegen Ronda zu machen oder vielleicht gegen Holly Holm oder gegen Misha? Ich denke schon, dass sie aus irgendwelchen Möglichkeiten kriegt sie 2 Kilo noch runter. Ich denke mal, in Amerika sind die Möglichkeiten anders. Mike Dolce hat sich zum Beispiel angeboten, beim Weightcut zu helfen. Das schon mal nebenbei. Du wolltest sicherlich noch was zum Abkochen sagen, so wie ich dich grinsen sehe. Cyborg würde das Gewichtslimit vielleicht schaffen, wenn die ein bisschen von ihrem Stoff weglassen würde. Und ich weiß nicht, was... Ja, jetzt viele mögen Cyborg, Katharina auch. Ich bin kein Cyborg-Fan. Sie ist krass, sie hat auch viel für den Sport, für die Frauen getan, gar keine Frage. Aber es ist halt Geschmackssache. Ich finde die ein bisschen zu maskulin. Ich bin Ronda-Fan. Woo, Ronda! ich hoffe, sie holt sich den Titel wieder und ich glaube nicht, dass der Kampf jemals zustande kommen werde. Dann wäre Ronda auch ziemlich dumm, auch vor allem, wenn sie sich auf den Catch-Rate einlassen würde. Und ich weiß nicht, was das von der UFC soll mit dem Catch-Rate. Entweder neue Gewichtsklasse, aber da so ein Catchweight-Kampf finde ich richtig überflüssig. Und dann auch noch mit Kanonenfutter für Cyborg. Dann lassen wir uns überraschen, ob Leslie da vielleicht doch noch eine Überraschung im Sack hat. Wer weiß, bei McGregor hat es ja auch geklappt, du als Diaz-Fan. McGregor gegen Nate Diaz. Hallo? Das Rematch. Das kann man nicht
warten aufs Rematch UFC 200. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und ja, da bleibt nur noch zu sagen, wir haben einen Gruß von Cyborg aus den Staaten bekommen. Schaut auf GMP Facebook. Und ansonsten, GMC nicht verpassen. Wir sehen uns dort. Round and round.